Lovet, ich bin's Dolly und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Wasser und Malz. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Es steht zwar noch nichts hier auf dem Tisch, aber das kommt noch, das kommt noch. Worum soll es heute gehen? Naja, etwas, was ich jetzt schon länger mal ein bisschen pausiert habe. Na, länger ist zu viel gesagt, aber schon ein paar Wochen jetzt, weil ich mir gesagt habe, ich möchte euch da nicht mit überfrachten mit dem Zeug. Deswegen heute wieder Signatory Vintage 100 Proof. Muss das sein? Ja, das muss sein, weil heute wird es mal etwas besonders. Und ich meine damit nicht irgendeinen Exceptional Cask oder sowas, sondern wir sind zwar schon bei Abfüllung Nummer 17, was die Produkte angeht, die von 100 Proof auf den Markt gekommen sind, aber heute widmen wir uns der Nummer 11. Das ist ein Cole Iller, also ein Whisky von der Insel Islay. Und wenn wir uns so die 100 Proof-Reihe angucken, ist uns wahrscheinlich eins aufgefallen. Nein, ich meine nicht, dass die alle 57,1 Volumenprozent Alkohol haben, also 100 Proof, deswegen heißt die Reihe ja auch so. Und auch nicht, dass die alle nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert sind. Das macht Signatory Vintage, glaube ich, immer so. Ich habe zumindest noch keinen Signatory im Glas, der kühl gefiltert war oder gefärbt. Nein, sondern die 100 Proof-Reihe war bisher immer, immer aus dem Sherry-Fass. Mal First Fill, meistens sogar, manchmal auch Second Fill und wir hatten, glaube ich, auch schon ein Finish dabei, aber immer Sherry und so gut wie immer Oloroso. Diesmal nicht. Und deswegen ist das was Besonderes und wie ich finde, passend hier auch für den Sommer. Ich habe ihn noch nicht probiert, das heißt, ich weiß gar nicht, ob er sommerlich schmeckt oder ob er überhaupt schmeckt. Aber ich kann mir das schon so irgendwie vorstellen. Deswegen möchte ich den heute mit euch verkosten. Einen Cole Iller aus dem Second Fill Rum Fass. Also der war 10 Jahre von 2013 bis 2024. Gut, es sind 11, aber der war wahrscheinlich keine 11 vollen Jahre da drin gelegen, deswegen steht drauf 10 Jahre. Der war 10 Jahre in einem Second Fill Rumfass gelegen. Ein rauchiger Cole Iller. Wow, ich bin gespannt, was macht das Rumfass mit einem Cole Iller? Schauen wir ihn uns an. Erstmal die Farbe und danach gleich, wie wir das immer so schön tun, das Näschen ins Gläschen. So, die Farbe ist relativ hell. Schauen wir mal. Ne? Das ist jetzt nicht wirklich dunkel. Das ist ja, so ein schönes Goldgelb. Stroh ist es nicht mehr. Das ist schon ein bisschen dunkler. Das ist ein schönes Goldgelb, würde ich sagen. Aber gut, dann war das Fass nicht mehr so, dass es so viel Farbe abgegeben hätte. Ich habe ein süßlichen Rauch, einen sehr zuckrig süßlichen Rauch, so wie als wäre das jetzt hier, sagen wir mal, Zuckerwatte. Und zwar jetzt nicht eher fest, sondern rauchig. Also das ist quasi eine riesen Wolke hier Zuckerwatte, wo ich reinrieche. Ich habe aber auch sowas Malziges. Der Rauch ist dann aber so ein bisschen leicht aschig am Rande, kalt und ganz, ganz leicht aschig am Rande. Das merkt man aber kaum. Das ist so ja, irgendwie typisch Cole Iller Rauch. Ob ich das auch gesagt hätte, wenn ich es nicht gewusst hätte, dass da Cole Iller drin ist, ich weiß es nicht, aber jetzt sage ich es zumindest. So viel mehr habe ich eigentlich gar nicht. Ich habe, das ist. Es sind so schon sehr helle Aromen mit einem so ein bisschen fleischigen Rauch, so schön umami, aber eher kalt. Und jetzt ist so das Zuckrige auch ein bisschen weg. Jetzt wird das Ganze eher so ein bisschen getreidig, malzig.
Aber immer noch so eine leichte Süße ist da, aber nicht mehr so zuckrig, klebrig wie am Anfang. Aber das ist jetzt nicht sehr, sehr tiefgründig oder komplex oder sowas. Das ist schon sehr geradlinig. Ich habe den Rauch, ich habe so die Süße, die jetzt nicht mehr so zuckrig ist. Die ist jetzt eher ein bisschen gesetzter. Und ich habe so dieses Malzige. Nicht so ganz dunkel malzig, aber doch sehr deutlich malzig. Nö, so viel mehr habe ich gar nicht. Also ich hätte es ein bisschen so geräucherte Ananas oder sowas erwartet. Ein bisschen tropisch. Aber nö, hat er nicht. Hat er nicht. Er ist schön süß. Das macht Lust, ihn zu probieren. Aber die Süße ist dann mit der Zeit auch verschwunden. Der Rauch, der ist dann auch am Schluss nicht mehr ganz so intensiv. So dieser kalte, fleischige, mit diesen leicht aschigen Anklängen. Am Schluss hat man dann in der Tat eher so ein bisschen angeräucherter Malz. So, ja. Im Prinzip wie so ein, nee, kein Malzbier, ist zu viel gesagt, das ist kein Malzbier, aber so ein malziges, leicht dunkles Bier. So mit leichten Raucharomen dabei. So ungefähr. Jetzt habe ich noch Vanille. Recht deutlich. Interessant. Hatte ich vorher gar nicht so. Aber ja, so ein bisschen Vanillinzucker. Und den Rauch habe ich jetzt irgendwie so gar nicht mehr. Das ist jetzt eher so vanillig, leicht süß. Ja, dann probieren wir ihn doch mal hier. Den Kaul Illa Signatory Vintage 100 Proof 2013 bis 2024, 10 Jahre, aus dem Second Fill Rum Fass mit 57,1 Volumenprozent. Oh ja, also der beißt schon ganz schön. Und zwar eher hinten raus. Am Anfang gar nicht so, da ist der schön süß, hat einen leichten Rauch, nicht zu viel, aber so schön, richtig intensiv, zuckrig süß. Und dann, so kurz vorm Runterschlucken, fängt der an zu beißen. Da hat man so richtig eine Ladung Pfeffer im Rachen. Hohoho. Okay, dann auf ein neues hier. Jetzt ist er nicht mehr ganz so scharf, aber er beißt hinten auch schon ein kleines bisschen. Ja, das ist eine schöne, intensive Süße. Nur richtig so in Richtung hoher Zucker. Als würde ich an so einem Candice Zucker lutschen. Hinten raus habe ich dann aber so einen Hauch Frucht und schönen leckeren Hauch Frucht. Und zwar ist das ein saftiger Apfel, ein saftiger roter Apfel. Der ist nicht sehr lang, der ist so, wenn diese sehr intensive Süße langsam nachlässt, dann bleibt der rote Apfel über. Und dann wird der Rauch auch präsenter. Das ist so ein schöner, kalter Lagerfeuerrauch. Und so im Abgang wird es dann ein bisschen, ja, so ein bisschen würziger. Aber ich habe trotzdem auch im Abgang, auch wenn es da wirklich ein bisschen dunkler, halt würziger wird, noch eine bestimmte Süße als, also ein bisschen in Richtung von diesem Haribo Lakritzschnecken. Ja, am Schluss habe ich Haribo Lakritzschnecken mit Rauch, mit kaltem Lagerfeuerrauch.
Und diese Süße, die ist aber, also, das ist spannend. Wie soll ich das erklären? Also, ich habe im Abgang dieses dunkle, süßholzige, also so diese Lakritzschnecke, was eine bestimmte Süße hat, aber ich merke noch, nicht so intensiv, aber so ein bisschen, es fühlt sich an wie so ein, ja, wie so ein Echo von diesem Candiszucker. Ist da noch so ein Hauch dabei. Und der ist bis zum Schluss noch. Wow. Was kann ich als Fazit sagen? Naja, innerhalb der 100 Proof-Reihe fällt er hier total aus dem Rahmen, weil nichts mit Sherry, überhaupt nichts mit Sherry-Aromen, Rum-Vollreifung. Schmeckt völlig anders. Und von daher war ich echt froh, dass ich den probieren konnte. Der war lecker, der war süffig, der war geradlinig, überhaupt nicht komplex. Ist aber seine knapp 50 Euro auf jeden Fall auch wert, wie im Prinzip alle Abfüllungen der 100 Proof Reihe. Der ist auch noch zu haben, so zwischen 47 und 50 Euro, je nach Shop. Könnt ihr den noch erwerben? Wie gesagt, süffig, geradlinig, süß, sehr, sehr süß und mit so schön lakritzigem Abgang und schön ummantelt mit leckerem Kaul-Illa-Rauch. Ja, kann man machen, muss man nicht machen. Hat mich jetzt nicht umgehauen, ich werde keine Flasche kaufen. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich den probiert habe. Der ist nicht unlecker, wie man sagen könnte. Und ansonsten, ja, Geschmackssache, ne? Ich habe euch schon so häufig über die 100 Proof-Reihe gefragt, was ihr davon haltet. Und der Tenor war, und das ist auch die Wahrheit, das sind leckere Whiskys, die ihr Geld auch echt wert sind und aus verschiedenen Brennereien, die man sonst vielleicht nicht so im Glas gehabt hätte. Gut, ein Kaul Illa bestimmt, aber da gibt es jede Menge anderer, die nicht so bekannt sind. Die hätte ich wahrscheinlich sonst auch nicht so schnell mal im Glas gehabt. Von daher ist es gut, dass es die Reihe gibt. Aber was mich jetzt brennend interessieren würde von euch ist, habt ihr euch von der 100 Proof-Reihe eine Flasche oder auch mehrere gekauft? Oder habt ihr die nur so beobachtet, nur so mal Interesse gezeigt, vielleicht mal ein Sample probiert? Aber habt ihr wirklich eine große Flasche gekauft? Das würde mich interessieren. Schreibt mir es in die Kommentare. Und nächstes Mal, ich habe noch mindestens zwei 100 Proofs, die ich hier mit euch probieren kann, nämlich die zwei letzten, Nummer 16 und Nummer 17, aber wahrscheinlich nicht nächste Woche. Ich weiß noch nicht genau, was ich nächste Woche probiere. Vielleicht schiebe ich auch, falls es noch nicht passiert ist, mein Video zu 500 Abonnenten dazwischen, weil ich stehe so kurz davor und ich würde mich freuen, wenn es in nächster Zeit diese magische Grenze überschreiten würde. Das wäre richtig, richtig toll. Also, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal übrigens, gell? Das wäre toll. Einfach hier auf Abonnieren klicken, auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr kein Video. Von daher seid gespannt, was ich nächste Woche hier im Glas habe. Ich habe einige leckere, tolle Whiskys in der Pipeline. Von günstig bis teuer, von zu viel geradlinig bis komplex. Lasst euch überraschen. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Like freuen, wie immer. Einfach auf den Daumen nach oben klicken, da unten. Und bleibt mir gewogen. Ne? Euch einen wunderschönen Abend. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Euer Olli. Ciao.